kam da so ein Artikel, es gibt Menschen 1-2%, man weiß es nicht genau, die haben einfach A-Fantasie und die haben kein bildliches Vorstellungsvermögen. Ich war beim Speaker-Coach und der meinte so, Junge, du musst visualisieren. Und ich so, ich kann nicht visualisieren. Der so, ja, schließ mal deine Augen, stell dir mal ein Duplo vor. Ich so, ich weiß, wie ein Duplo aussieht, aber ich sehe das jetzt gerade nicht. Dann sagt er, ja, okay, dann konzentrier dich mal drauf. Ich so, keine Ahnung, ich sehe das nicht. Dann sagt er zu mir, okay, wie kommst du denn von dir zum Rewe? Und dann ich so, ja, gehe ich hier raus, rechts. Ja, und was hast du jetzt gesehen, als du die Augen geschlossen hast? Nichts, ich weiß einfach nur, dass ich rechts musste und rechts musste. Logisch einfach nur, weißt du, nichts gesehen, einfach nur, ich wusste den Weg. Mich hat es irgendwann abgefuckt, als ich gecheckt habe, dass es geht. Und dann habe ich mich aber hingesetzt, weil ich die Wichtigkeit von Visualisieren erkannt habe. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass ich das habe, weil ich sehe auch nichts schwarz. Wie sah dein Training aus? Du hast dich einfach hingesetzt, hast die Augen geschlossen und hast gesagt, ich stell mir jetzt ein Duplo vor. Ich sag dir, wie du es machst, aber ich sag dir auch, du wirst es dann nicht schaffen. Das finde ich jetzt lustig, dass du dir mehr Macht zugibst als ich mir. Warum gebe ich mir mehr Macht? Naja, weil du sagst, du schaffst es nicht, aber du kontrollierst es ja nicht. Ich kontrolliere ja mein Handeln. Ich kann dir das auch erklären, es gibt sowas wie Mismatcher. Denen sagst du besser, dass sie es nicht können und dann können sie es auf einmal. Okay, verstehe. Bin ich nicht der Typ für. Aber es hat ja was in dir getriggert. Okay, gut, ich weiß, worauf du hinaus willst. Deine Denkweise ist super interessant. Weil du halt einen Schritt weiter denkst, anstatt den ersten Mal wirklich anzugehen. Stand ist ja bei dem gleichen Problem. Richtig. Wenn du deinen Glaubenssatz aufgelöst hast, wusstest du immer noch nicht, wie es geht. Und deshalb ist die Frage, wie hast du es gemacht? Nee, du bist einen Schritt zu weit. Das ist ein Ausweichmanöver, weil du noch daran glaubst. Nee, ich verstehe die Macht von Glaubenssätzen. Und ich weiß auch, dass mir geht es nicht darum, dir die Macht des Glaubenssatzes nahezulegen. Ich weiß, du bist ein smarter Typ. Ich weiß auch, dass du einen Schritt weiter denken willst. Aber ich mache die Arbeit auch nicht erst seit gestern. Okay, danke. Aber ich erkläre dir gerne den Prozess. Jetzt müssten wir beide herausfinden, wo es Schlupflöcher gibt, sozusagen, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Du kannst es von Erzählungen machen oder an Beispielen nimmst dir andere Personen. Du kannst mich zum Beispiel nehmen. Ich weiß, warum ich mit dir spreche. Perfekt. Ach so, sonst nicht. Alles klar. Was ich erstmal gerne wissen wollen würde, hast du denn so ein Anspruchsdenken daran, dass du es direkt in Farbe sehen musst, so 4K-mäßig? Wir können auch anfangen mit einem roten Herz in 2D, einfach nur ein Herz in Rot. Sehe ich halt auch nicht. Das ist super simpel. Ja, können wir uns vielleicht erstmal auf die Form einigen? Einfach nur ein Viereck. Das Problem ist ja folgendes, wenn du nichts siehst und ich sag dir, stell dir ein Duplo vor als Beispiel, dann weißt du ja nicht, wie in diesem schwarzen Komplex irgendwas auch nur aussehen soll nach einem Rechteck. Angenommen, du hast jetzt hier diesen Gegenstand und holst ihn aus dem Wasser raus. Dann hast du Wasser noch drüber, aber erstmal siehst du nur so eine Welle. Und umso weniger Wasser da ist, umso mehr formt er sich und irgendwann siehst du ihn vielleicht, weil er an der Oberfläche ist. Und so ist das. Das ist der Prozess, den du durchlaufen wirst. Du musst verschiedene Sachen ausprobieren und dir wirklich Zeit nehmen. Das ist der Prozess. Ja? Du musst dir Zeit nehmen, musst 10 Minuten hinsetzen, jeden einzelnen Tag und keinen Tag auslassen. Im besten Fall. Aber umso öfter du das machst, umso frequentierter, desto öfter trainierst du dich ja. Irgendwann siehst du es halt ein bisschen mehr. Das kommt dann so, oder so war es zumindest bei mir. Dann siehst du zum Beispiel, dass es ein bisschen hellgrau wird. Dann mal wieder weniger. Ja, und dann habe ich mich teilweise abgefuckt, dass ich dann doch wieder zurück bin. Und dann habe ich aber bin dran geblieben. Ja, wie im Gym. Da gehst du auch nicht dreimal trainieren und sagst, es läuft. Mamacita. Ne, das braucht ja auch seine Repetition. Du hast halt diesen Schleier davor. Das heißt, du erkennst nicht mal die Form vorher. Du hast zwar eine Vorstellung davon, wie das jetzt aussieht, weil du hast es ja schon mal gesehen in echt, aber du siehst es halt nicht. Du siehst halt nur schwarz. Irgendwann siehst du dann in diesem Beispiel ein Rechteck. Und dann beim nächsten Mal siehst du ein Rechteck, was sich vielleicht schon so ein bisschen emporhebt. Und irgendwann hast du eine 3D-Figur davon, die vielleicht noch gar keine Farbe hat. Bei mir hat es keine Farbe, bei dir vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Heutzutage lehre ich das in meinem Coaching so, dass man einen Gegenstand nimmt, der einem im Herzen liegt. Ach, du visualisierst aktiv im Coaching? Wenn es das nötige Werkzeug ist, was wir gerade brauchen, ja. Ist ja von Person zu Person verschieden. Ja. Nimm einen Gegenstand, der mit viel Emotion verknüpft ist. Weil in Emotion steckt auch schon im Wort Emotion, in Bewegung kommen. Wo mehr Emotion dran ist, hast du natürlich auch eine größere Willenskraftstärke, das zu visualisieren. Ich denke, ich habe die Botschaft verstanden. Glaubenssatz auflösen und dann tun. Das Problem wird sein, du kommst halt dir selber wieder nicht auf die Schliche mit dem Glaubenssatz. Und das ist das, weswegen ich eben meinte, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen, weil du bei dem Schritt weiter warst, vielleicht aus Interesse, aus Neugier, whatever. Aber diesen Glaubenssatz, der muss vollständig aufgelöst sein, sodass du keine Zweifel mehr daran hast, dass es doch sein könnte, dass du A-Fantasien hast. Du bist ja der lebende Beweis. Ich meine, ich kann nicht in deinen Kopf schauen, aber warum solltest du sagen, ich habe es mir beibringen können, obwohl ich dachte, es geht nicht? Mir wird oft gesagt, ich sei empathielos. Ich sehe das gar nicht so. Ich kann mich sehr gut in
andere Menschen hineinversetzt. Ich glaube, wenn ich mehr Vorstellungskraft hätte, hätte ich mehr Empathie. Also ich kann dir das erklären mit Empathie, wenn du das selber siehst. Du hast ein inneres Selbstbild und ein äußeres Selbstbild und ein integriertes Selbstbild. Und diese drei sind nicht gleich. Und dementsprechend kann dein äußeres Selbstbild manchmal so auf die Leute wirken, dass du vielleicht empathielos bist, aber du selbst sagst, hey, ich finde voll viel Empathie. Da kann man auch einen coolen Test zu machen, wenn du mal Bock hast. Cooler Vortrag, muss ich sagen. Dankeschön. Machst du diese Trainingsübung zum Visualisieren immer noch? Nicht mehr so regelmäßig, nee. Ich kann es ja jetzt. Also man kann es immer verbessern und so, aber gerade nicht mein Fokus. Ich habe immer meine Fokussachen, die ich mache und da kann man nicht alles auf einmal machen. Und du refreshst es ja auch irgendwo, ne? Jede Woche weiß ich nicht, wie viele Coaching-Stunden. Na klar, bei dir ist das nicht so.